Herzlich willkommen zur weiteren Karte Onkel Marsch. Wir haben gerade den neuen Traktor gekauft. Wir haben den Fendt verkauft, der so viel Lärm gemacht hat. Jetzt haben wir den ins Glas auf den DLC. Schönes Gerät. Wir starten den mal. Und ein bisschen leiser. Angenehm. Lenker wieder eingestellt. Muss den Augenblick warten. Und das Prinzip weist ein bisschen auf und das will ich eigentlich nicht mehr aufmachen. Jetzt fahren wir auch unseren Wald. Leider, der Fendt war ja ein schneller gewesen, der hat ja bei 70 km/h gefahren. Ist ja für den Mod auch für den normalen Traktor nicht der Fall. Dann macht er 60 oder 63. Aber denk mal, die Geschwindigkeit wird uns hier nicht passieren, um klar zu kommen. Wir werden hier natürlich auch mit der Geschwindigkeit mit 53 km/h. In der meisten Zeit fahren wir ja sowieso das Strecken mit Augenreif fahren. Da sind die paar Sekunden und Minuten länger. Aktuell machen wir auch die Mission auf Feld Nummer 41. Die 4 ist fertig und packt auf den Hof, laut Meldung. Das ist gut. Jetzt sehen wir hier, die Spiegel funktionieren. Links ist perfekt, rechts ist auch gut. Und da oben der kleine, der ist auch ganz gut. Ist sonst nicht mehr der Fall. Ich habe zwar auch einen Mod drauf, wo man das entsprechend verstellen könnte, aber frag mich nicht, wie es geht. Ich habe es noch nicht getestet. Von daher, ich hab's zwar, aber wie man das mir einstellt, das müsste ich mir mal kurz belesen. Wenn man es unbedingt brauchen würde. Ja, gut. Was man nicht hat, hat man nicht, ne? So, da sind wir schon da. In so einem kleinen Wald. Vorteil, der Traktor kann auch pflegefrei funktionieren. Von daher ist das hier großer Vorteil über den Fan. Ja, ich erkenne damit nichts irgendwo, ist eine Zapfhölle oder eine kleine. Das Gerät bedienen könnte. Aber entscheidend ist, das funktioniert. Bisschen daneben. Wir sollten die Geräte nicht kaputt gehen. Das wird ärgerlich. Jetzt können wir mal zuhören. Ohne Boot. Taub werden, ne? Etwas gleiches, das hat man bei jedem Gerät einstellen. Da ist es unwesentlich. Hacke arbeiten, wenn man das machen will, kurz gesessen war, kurz, weil wir jetzt hier einen Raum fließen lassen. Kippen entfernen hier. Das ist ganz gut. Wo sie laut haben. Ja, jetzt haben wir unsere Hütter Frühling. Wir steuern jetzt ganz schnell auf unsere nächste Nacht zu. Und morgen früh hoffe ich ja, dass wir sagen können, aha, unser Meister ist geworden oder nicht. Das ist überhaupt kein. Was nicht der Fall ist, wir könnten eine Aussehen im Sommer. Was wir dann auch sofort machen werden. Von 3 und man weiß, nachher.
habe ich vor 40 Euro. Im Laufen. Malz wird Mais drauf. Hat die KI angepflanzt. Waren sie noch heute? Keine Sinn. Jedenfalls würde ich da die Mission abgreifen. Das heißt, der kleine Dünn. Eine Möglichkeit, wenn es auch hat, verkauft wurde. Und dann erntet man das zum Beispiel grün ist und fertig ist. Kurz vor der Ernte dann kaufen, aber auf den Bach halten. Zu kaufen, das ist eigentlich in der Nähe, würde sie anbieten, auch für den BGH zu tun, eine Möglichkeit, Felder für den BGH zu nehmen, die sich reisen, das sind unmöglich weit sparen müssen. Je weiter weg, umso besser ist eigentlich die Frucht, wo der Ertrag nicht so hoch ist, wie Raps oder wie Soja. Möglichst effizient arbeiten, wenn ich da große Fahrerei machen muss. Sonst müssen wir mehr Abfahrer haben, und das ist zum Beispiel drin, dass wir wieder an einem Weg umgehen. Vermeiden wir das. Und auch gleich den Dings kaufen wir uns im Aussaat, damit wir voll bekommen. Na gut, aber da können wir noch weiter machen. Winter. Hätte Freitag verfolgt. Ich werde heute noch, also der Folge noch viel. Da kann man ein bisschen gucken, um Kollegen zu treffen, wie die machen. Immer dabei lernen, also lernen, nicht wie es gemacht wird, sondern eigentlich was sie machen. Da kann man wirklich Zeit nutzen nebenbei, um die Hütte zu bearbeiten. Ich hoffe, das fällt auf, dass die eine bessere Qualität haben. Ich habe hier ein bisschen blau gemacht, weil es hier und da mal guckt und mal habe ich angeschaut. Und demzufolge habe ich das jetzt gelernt. Bei YouTube wird ja alles im Prinzip nochmal verarbeitet. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn ich jetzt, ich kann 8 GB hochladen, ich kann 20 GB hochladen, das ist denen egal, die wird auf der entsprechenden Menge runterskalieren. Ich sag mal, bei normalen Videos von 30 FPS sind es glaube ich 8000 Bits. Und bei 60 und 12.000. Das heißt, ich kann 50 hochladen, bis pro Sekunde, wir würden 260 FPS runterrechnen auf 12. Deswegen habe ich jetzt die Methode genommen, die auch geht als 2K. Da ich ja auch in 2K aufnehme und in 2K bearbeite. Man kann auch mit 10 HD aufnehmen, wenn man so einen kleinen Monitor hat, und kann dann entsprechend hinterher auf hochskalieren, auf 2K, das geht auch. Dadurch kriegt man halt eine höhere Bitrate bei YouTube. Da hat man automatisch den besseren Code, die Codeverwendung. Probieren das, wie höher das Code ist,
Wie besser ist es? Die großen YouTuber, die haben eigentlich einen besseren Codec. Das ist gut. Und die etwas neuer sind, die haben etwas schlechtere. Kann man nicht vergessen. Wenn man auf 2K hochlegt, dann hat man auch eine bessere. Warum das so ist, sehe ich aus Platzgründen. Wenn man mit 8000 Bit Speicher oder mit 12000 Bit immer noch vom Platzbedarf ist dann drin, ne? Wenn ich nicht verstehen kann, warum wir alle den guten, besseren Projektiven. Aber wenn ich irgendwie Gründe haben, soll ich hier alles jetzt fertig. Gehen wir gleich rüber, dass wir ja nicht so viel machen. Sparen wir ein bisschen ein, ne? So, dann schicken wir mal zurück. Gehen wir das eingeklappt haben. Vom Hof. So, gleich abschließen. Geld bekommen, kommen wir gleich, alles fertig. Ja. Das ist Zauberhand. Ne? Wir müssen gleich einen anderen Traktor wegnehmen, weil er braucht zwar eine Weile, aber der steht dann im Weg. So, verkehrt, gut. Fahren wir gleich ein bisschen, müssen wir hier vorne hin. Also ich habe noch eine Durchgangshalle bauen und hier rechts, können wir wegmachen. Das ist hier der gelbe Modus. Das war unsere Maschine. Das war Hallen. Also ich liebe die Hallen. Wenn ich alles Zeug halt auch mit Licht gehabt. Oder habe ich den mit einem anderen Server? Mit Licht. Beleuchtet. Das Wort Deko und Dekoration ist eigentlich ein Witz. Man kann es auch nutzen, ne? So, ich wollte hier mir so da ein bisschen anders drehen. Für mich jedenfalls. Dass ich ungefähr die Straßenbreite einhalte. Parallel zu den Hallen eigentlich gehe. Eigentlich wäre wichtig, dass wir die Flucht erhalten zu der Halle. Wenn die Flucht passt, ja, das passt schon so. Jetzt können wir nämlich gleich reinfahren. Haben wir das Geld gleich investiert? Irgendeine Baufirma, die uns in die Halle gestellt hat. Stahlwerk hat sich auch gefreut. Und jetzt können wir uns die Fahrzeuge hier mal einpacken. Wir brauchen nicht so viel rangieren, ne? Kollege unterwegs. Wo steckt der? Irgendwo. Ach da. Jetzt sind die Deiche echt kein Problem mehr, wo ich jetzt den Mod rausgenommen habe mit den Gewichten. Ich denke mal, liegt eher daran, dass ja diese Bündnersteuer ja mehr fassen als natürlich der Fall wäre. Das heißt, hätte ich normale Bündnersteuer gehabt, mit einem kleineren Volumen, dann wäre ich das nicht. Aber gut, ich hab nur mal die anderen. Sparen wir ein bisschen Kosten ein. Nur nicht so viel fahren. Ne? Bei Dünger ist ja nicht so ganz tragisch, aber bei Kalken merkt man das halt.
große Menge. Ja, es gibt einfach nicht viel. Also, kostbarer Ding ist genug jetzt. Wenn man nicht zwei von pro Tag mache, beziehungsweise vier, dann sollte die Zeit möglichst passen. Es kann sein, wenn es nicht so viel ist, dass ich dann sage, okay, passt nicht. Ich mache hier noch eine Folge pro Tag, pro Karte. Aber muss ich mal sehen. Aber ist ja. Ich denke mal, im Winter haben wir ein bisschen mehr Zeit. Auf jeden Fall. Von der Arbeit kann ich, aber ich bin zu Hause schon. Angekommen, oder? Schnell oder gewusst. Ja, Holz wird weniger. Weniger Holz. Morgen haben wir garantiert jetzt ein paar Missionen zum Ding. Die ganzen Teller, die heute ausgekauft sind, die jetzt verpflanzt wurden. Für 35 Dünn. Auf jeden Fall. Dann haben wir auch drei Maschinen dafür. Hat sich festgepackt. Der wollte nicht loslassen. Der fällt. Oh, Spoiler. Spoiler im Dach. Der ist stabil bei uns. Hat sie. Haben wir hier noch nicht geschafft. Schön grün. Ball. Das gibt Paletten am Ende, hoffe ich mal. Die Höhe rückt nicht ausgegeben, den Faktor. Anders haben wir auch ordentlich gebracht, also halt viel. Na, das macht nichts. Wir wollten ja nicht selber. Und wir können den Faktor einsetzen zur Not. Zum Düngen. Und der ist geeignet von den Veganer her, damit man. Wir haben ein Silo verdichten. Was soll ich tun? Wenn es bald ist. Dann haben wir kein Mais. Aber Mais kriegen wir garantiert. Naja, das fällt. Gekauft werden soll. Die Menschen auf jeden Fall. Wenn es noch geht, noch mehr.
Stunden schon. Halb abgelaufen. Noch Hügel sind in der Nähe verkauft. Kannst du das reinschauen? Ich werde noch Hügel. Mal zuschauen. Ja, kann ich sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.